Es geht letzten Endes darum, und das ist eigentlich der, ja, das ist der Kern meines Wirkens, weil ich einfach nicht anders kann. Die Einfachheit dessen für mich selbst anzunehmen, um das wir gebeten werden. Es ist so simpel und es geht wirklich nur um das Entspannen und das Aufmachen immer wieder und immer wieder. Und auch zu bemerken, wie mache ich das denn eigentlich? Wie? Sich wirklich zu beobachten dabei, okay, was mache ich denn genau, wenn ich mich entspanne? Ah, okay, ich atme, okay. Ich lockere meine Hände, meine Füße. Was mache ich genau? Das ist durchaus individuell und das können wir feststellen, sodass wir, wenn wir uns das wieder bewusst machen, diese auch körperlichen Kommunikationsmittel nutzen, die wir haben, um darüber hinauszugehen und das Entspannen auf Gott richten, auf das Licht richten, auf die Tatsache richten, dass alles bereits vollbracht ist. Ich muss hier nichts mehr tun. Es ist nichts mehr anstrengend. Es geht nur um die Entspannung, nicht um die Anstrengung. Es geht um die Befreiung, die innere Befreiung von dem Gedanken, dass ich für die Liebe Gottes irgendetwas tun muss. Aber ich habe für die Liebe Gottes nie etwas tun müssen. Genauso wie ich für die Gravitation, also als Mensch, sage ich jetzt mal, nichts getan habe. Hier kann ich sie einfach nur akzeptieren. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, ich meine, gut, in den Anfangsjahren unseres menschlichen Hierseins hatten wir schon so ein bisschen unsere Probleme mit der Gravitation, ne? Wir sind immer wieder hingefallen beim Krabbeln. Und immer wenn wir uns aufgerichtet haben, haben wir uns etwas komisch gefühlt, so als einjähriger Zwerg. Aber denkst du jetzt jeden Morgen noch über die Gravitation nach, wenn du aufstehst? Ob sie dich auch wirklich trägt, ob sie dich hält? Oder ist es eine Gewohnheit? Ist es etwas, was du nicht mehr wirklich wahrnimmst? Genauso wie du dir der Selbstverständlichkeit von Sauerstoff nicht mehr wirklich bewusst bist. Der Selbstverständlichkeit der Sonne am Himmel. Es ist diese Selbstverständlichkeit, diesen Sinn für Selbstverständlichkeit, den wir fühlen können in uns, den wir wieder auf unser Gottsein anwenden können. Und das ist, was ich jeden Morgen mache. Wenn ich aufwache, fühle ich als erstes hinein, wie es sich anfühlt, Gott, die Fülle, bedingungslose Liebe, Allmacht als selbstverständlich zu wissen. Zu wissen. Wissen. Ist nicht im Verstand, ist nicht im Kopf. Wissen. Fühle mal bei dir nach. Wo sitzt das Wissen bei dir? Vielleicht im Solarplexus, vielleicht im Herzen, vielleicht im Bauch, vielleicht im Unterleib. Ich habe ganz oft das Gefühl, es sitzt bei mir im Hintern, so als würde ich drauf sitzen. Etwas, worauf ich mich so richtig tschakka hinsetzen kann und es hält und hält und hält und hält und hält und hält. Ja. Das mache ich ganz oft, wenn ich Fahrrad fahre. Wenn ich bemerke, wie ich auf diesem Sattel sitze und denke, wow. Ich sitze auf Gott und er trägt mich. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, weil
In jungen Jahren war ich so unaufmerksam mit allem auf dem Straßenverkehr. Ich müsste eigentlich schon 10-mal tot sein. Ja, als menschlicher Körper. Und ich wurde immer getragen. Die Leute sind immer so immer rechtzeitig auf die Bremse gestiegen oder. Ja. Niemand stirbt hier ohne seine Zustimmung. Und die habe ich noch nicht gegeben. Und ich werde sie auch nicht geben. Niemals. Lasst uns unsere Ewigkeit akzeptieren. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit vom Tod und von der Trennung abwenden. Und genauso, wie wir sie gerade noch auf Tod und Trennung gerichtet haben, jetzt auf Ewigkeit, Geliebtheit, Unschuld und Akzeptanz richten. Es ist so einfach. Hast du die Freude, es auszuprobieren? Hast du die Inspiration, es auszuprobieren? Hast du jetzt gerade den Jubel in dir, das auszuprobieren? Die Begeisterung in dir, das zu tun? Und vielleicht nicht nur jetzt, sondern immer und immer wieder, bis es eine Selbstverständlichkeit ist, bis es selbst über das Gefühl einer Gewohnheit hinausgegangen ist und du einfach weißt, dass du der Tempel Gottes bist und dass es nicht den kleinsten Winkel, nicht die kleinste Ecke in dir gibt, die nicht vollständig von Gott ausgeleuchtet ist, die nicht vollständig in seiner unfassbaren hohen Schwingung aufgegangen ist. Und du schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst in Gott. Jetzt. Annehmen ist so leicht. Und kannst du bemerken, dass es immer eine Sache des Moments ist, jetzt und hier ja zu sagen. Nicht zusammengepresst und sagen, ja, ja, ich will doch, wie geht das denn? Sondern, und schon sind wir drin. Das ist Gott. Wir im Brustton unserer Überzeugung. Jetzt hier ist und feiert, der ganze Himmel feiert uns jetzt. Fühlt ihr es sprühen und dehnt es aus auf alles und jeden, der euch in den Sinn kommt, denn Gott scheint auf alles bedingungslos. Es ist da. Gott ist da. Du bist da. Es fehlt nichts. Du würdest hier noch nicht einmal als Traumfigur sitzen und atmen, wenn Gott dich nicht in deine, seine Existenz hineingeliebt hätte. Und du kannst nichts daran ändern. Versuch's nicht immer. Es ist mühselig und es wird niemals gelingen. Gib auf. Gib dich hin. Gib dich der Entspannung Gottes hin. Gib dich dem perfekten Wirken und Sein Gottes hin und lass dich davon führen, in jedem Moment. Probier's aus. Was kannst du schon verlieren? Probier's aus.
was passiert, wenn du aus Gott heraus bist, denkst, fühlst, handelst, sprichst. Was kannst du schon verlieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du recht hättest. Dann hättest du gewonnen. Okay. Dann wäre bewiesen, was zu beweisen war. Das Schöne ist, wenn du herausfindest, dass du nicht recht hattest damit und Gott gewinnt, dann gewinnst du auch. Das heißt, was kannst du schon verlieren? Du gewinnst in jedem Fall. Probier doch einfach spaßeshalber, wie ein Experiment aus, wie es ist, in Gott zurückzutreten, dich für ihn zu entspannen, weit, weit, weit aufzumachen. Und ihn sein zu lassen durch dich. Be done through. Sei durch dich durchgetan, durch Gott, durch den Spirit.